Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 5. November. Ich grüße Sie an dieser Stelle und wir wollen heute, ja, ein Stück weit kann man schon sagen, British Pound orientiert, heute wieder mal ein Währungspaar in den Fokus nehmen, was mit dem britischen Pfund im Zusammenhang steht, hier nämlich speziell der Euro. Der Euro hier gegenüber dem britischen Pfund. Und ja, der Euro hat ja bekanntermaßen eine sehr, sehr schwere Zeit aktuell hinter sich gehabt und auch wahrscheinlich noch vor sich. Die Euro-Abwertung scheint hier längst noch nicht beendet. Gleiches, Ähnliches sehen wir hier beim direkten Vergleich vom Euro gegenüber dem britischen Pfund. Wir gehen mal hier ins große Bild. Da gab es unlängst einen schönen Support, einen schönen Abprall vom Support bei 0,70. Der lässt sich hier herleiten aus früheren Jahren. Sie sehen hier diese Unterstützungszone, diese Horizontallinie und genau dieses Level, wo diente hier in den Sommermonaten Juni, Juli, August als Unterstützung. Und genau von diesem Punkt ausgehend erholte sich das Währungspaar auch relativ deutlich. Aber wir sehen hier gerade auf Monatsbasis wirklich Big Picture, dass hier das Level um 0,74 ja unüberwindbar war. Also auf keinen Fall ein Close eben darüber. Der letzte Handelsmonat, der Oktober, hier durch Schwäche geprägt, genau von diesem Niveau ausgehend. Das Paar hat sich zwar versucht, hier 0,95 zu erobern, aber per Monatsschluss scheiterte es letztlich. Und ja, wir sehen hier den starken Abverkauf, der sich hier aktuell ein Stück weit fortzusetzen droht. Gehen wir vom Monat mal direkt in den Tag. Sehen wir auch den jüngsten Aufwärtsimpuls. Hier das Scheitern. Ja, hier kann man sogar im Tagesschart noch ein untergeordnetes Level identifizieren. 0,7435. Zugegebenermaßen wäre das Währungspaar, und das war auf jeden Fall auch eine Trading-Idee, die ich im Hinterkopf hatte, über 0,75 rausgezogen. Dann hätte man hier in Anführungszeichen relativ schnell mit Levels im Bereich 0,78 rechnen können. Also gute 300 Pips wären auf der Oberseite möglich gewesen. Doch Sie sehen, wie sich das Währungspaar hier immer wieder den Kopf gestoßen hat an diesem Level. Und zuletzt eben wurde dann auch da mit dem Abprall an diesem Level auch hier das Level 0,7350 aufgegeben. Hier starke Verkaufskerze am 22.10. Und ja, seitdem trudelt das Währungspaar weiter nach unten, auch mit der Aufgabe des nächsten Support-Levels, was wir hier sehr schön im Chart sehen, 0,7210 roundabout. Hier hat sich ein Stück weit der Markt versucht, beziehungsweise das Preisverhältnis versucht zu stabilisieren in diesem Bereich, aber Sie sehen es ja letztlich von wenig Erfolg gekrönt. Stattdessen, Bums, ging es direkt den nächsten Schritt nach unten. Wir haben heute, klick kurz auf die Terminliste, ganz klar einiges zu erwarten. Bank of England, Tag 13 Uhr. Wir haben hier Inflationsbericht, Protokoll der Notenbanksitzung und hier eben die Höhe des Anleihekaufprogramms. Man darf mal sehen, was da hier noch passiert. Im Vorfeld gibt es auch noch Draghi in Sachen Euro und Sie sehen am Nachmittag einiges aus den USA. Also heute ist sicherlich ein sehr, sehr nachrichtenreicher Tag. Das dürfte für Volatilität sorgen. Nichtsdestotrotz haben wir hier die Situation, dass es sehr wahrscheinlich so aussieht beim Euro gegenüber dem britischen Pfund, dass wir hier diese Unterstützungszone um 0,70 nochmal ansteuern. Und genau an diesem Punkt gilt es aufzupassen, denn dieses Level ist nicht nur auf Tagesbasis, sondern wie wir auch besprochen haben, hier auf Big Picture-Sicht auf Monatsbasis sehr, sehr interessant. Und wenn wir da einen Tagesschlusspreis drunter generieren sollten, erhöhen sich akut die Risiken weiterer Verluste. Wir sehen hier nochmal den Stundenchart zum Währungspaar. Hier auch schon die Struktur der letzten Sendung. Sehr schöne Ablaufsequenz, die sich hier sozusagen idealtypisch nach Dow-Theorie einfangen lässt. Und wir haben hier keine signifikanten Gegenbewegungen mehr gesehen. Das heißt, der aktuelle Aufwärtsimpuls, hier sind eingestreute Erholungsphasen. Aber von der Symmetrie der Bewegung wäre hier praktisch ein markantes Tief zu sehen. Hier praktisch ein Zwischenhoch zu erkennen. Und seither sucht das Paar sozusagen einen Gegenpart. Schlussendlich hier jetzt die Situation, dass das Währungspaar zwar heute hier ein Stück weit versucht, sich zu etablieren nach den aktuellen Verlusten. Wir sehen es hier. Gab direkt zum Auftakt eine schöne Verkaufskerze. Das wird jetzt gerade alles relativiert. Aber im Intraday-Bereich haben wir hier ein Level, das sich als Widerstand darstellt. Gerade der Pivot Point 0,7077 plus minus 3, 4 Pips ist hier als kurzfristiger Widerstand zu sehen und man könnte erwarten, dass, wenn es hier eine Erholung in diesem Bereich gibt, dann schon der nächste Abwärtszug nach unten erfolgt und das Level von 0,70 bleibt auch für heute interessant, liebe Zuschauer. Das kann man nicht bestreiten. Es sieht so aus, als würde der Markt hier tatsächlich eben in diese Richtung tendieren wollen. Obgleich heute hier am Donnerstag,
ja, nicht der bärischste Tag ist. Das war gestern, da schlug es auch wieder voll zu. Sie sehen ja die Tendenzen der letzten Tage. Aber wir haben hier keinen Wochentag, der über 50% ist. Das heißt hier natürlich einen dominierenden Abwärtstrend. Heute hier dennoch ein Stück weit was zu erwarten in Sachen Bewegungsimpulse. Wie gesagt, die Nachrichtenlage ist reich gestückt. Wir sind aktuell 29 Pips gelaufen. Im Schnitt haben wir hier bei dem Währungspaar, ja, während der letzten Zeit ist die Volatilität zurückgegangen, mit Blick auf die letzten durchschnittlichen Volatilitätszeiten kann man hier zwischen 50 und 70 Pips rund erwarten. Das heißt, wir haben heute noch Potenzial auf der Ober- oder auch Unterseite. Rein vom Trend her ist, wie gesagt, die Unterseite zu favorisieren und hier spätestens zwischen 0,70 und 0,77 wohl wieder eine Umkehr zu erwarten. Was dann, wie gesagt, aber im Bereich 0,70 passiert, das muss mal mit Argusaugen beobachtet werden. Hier ist ein Support-Level, hier gab es eine inverse SKS in den Sommermonaten und hier haben wir eben auch auf Monatsbasis ein stabiles Level. Wie gesagt, hängt viel am Euro. Grundsätzlich gesehen ist der Euro in krasser Schieflage und es dürfte sich wohl weiter eine Verlustbewegung ereilen und rein technisch wäre dann hier sogar Luft auf großer Sicht bis in den Bereich 0,6560. Darauf sollte man sich meines Erachtens durchaus einstellen beim Euro gegenüber dem britischen Pfund. Also das britische Pfund direkt im Kontext hier stärker zu bewerten als der Euro. Die Euro-Krise, Schrägstrich, die ganze Problematik, die wir hier in der Eurozone haben, lässt hier grüßen. Die Anleiheprogramme seitens der EZB sind hier sicherlich dann auch noch zusätzliches Benzin im Feuer. Warten wir ab, was hier noch weiter passiert. Letztlich bleibt spannend. Ich drücke Ihnen für den heutigen Tag, der sicherlich einige Bewegungen bereithält, auf jeden Fall die Daumen. Wünsche Ihnen viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder zum nächsten Devisenradar. Dann wahrscheinlich Euro-US-Dollar vor den Non-Farm-Payrolls. Warten wir ab. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Einen schönen Tag noch, wie gesagt. Und auf bald, Ihr Christian Kämmerer. Und tschüss.